Hey people! Es ist Sonntag 18 Uhr mit eurem Girl Sascha! Und einige von euch werden es mitbekommen haben. Dieser YouTuber ist pleite. Nee, dieser. Mensch, ich mein Tanzverbot. Regie, was ist denn hier los? Rafft euch mal. Alter, chill mal, Junge. Ey, 6 Euro die Stunde, was für raff mal. Das Video ist in meinen Empfehlungen erschienen und ich dachte mir, nee, nicht schon wieder. Doch interessanterweise war es ehrlich und zur Abwechslung war es auch nicht die Schuld der anderen. Tanzverbot spricht hier von Geld, das er unnötigerweise ausgegeben hat. Hab sehr viel Geld ausgegeben, aber hab zur anderen Seite kein Geld mehr oder verhältnismäßig wenig Geld eingenommen. Dass er eine Kaufsucht entwickelt hat. So eine kleine Kaufsucht entwickelt. Was heißt so eine kleine Kaufsucht? Das ist eine extreme Kaufsucht geworden. Und dass er in Kreisen mitspielen wollte, die er sich eigentlich nicht hätte leisten können, aber er konnte damit auch nicht aufhören. Für mich hat das irgendwie, hat sich dann irgendwann so eine Illusion aufgebaut, als wenn ich irgendwie auch reich bin und dazugehöre und dann das, ey, kommst du hier mit? Ah ja, da 1000 Euro die Nacht, das. Trotz der Ehrlichkeit sind die Meinungen gespalten. Der größte Teil ist zwar überwiegend positiv und viele sprechen ihm Mut zu und sagen, hey, das ist cool, dass du damit an die Öffentlichkeit gehst. Jedoch finden sich einige Kommentare, die von einem Mitleid sprechen, das sich in Grenzen hält oder auch auf die eigene Dummheit verweisen. Aber warum sind die Meinungen bei diesem Thema doch recht unterschiedlich, obwohl er selbst zugibt, dass es seine Schuld ist? Warum ist das Ganze kein YouTuber-Problem, sondern auch allgemein verbreitet? Und warum können Menschen so schlecht mit ihrem Geld umgehen, egal ob über Nacht berühmt oder auch Geringverdiener? Weil ich im Monat 500 Euro verdiene. Das alles. Heute live mit eurem Girl Sascha und mit ihrem Finanzgremium da hinten. Bereits Klängern hat diese Thematik in einem seiner Videos aufgegriffen. Das verlinke ich euch in der Infobox, weil ich das persönlich echt gut fand. Aber ich würde gerne noch ein paar Dinge hinzufügen und das vor allem allgemeiner halten und auf eine andere Sache übertragen. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an und zwar mit Tanzverbot. Er hat hohe Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt und begründet das nicht mit den hohen Steuern, die fällig waren, sondern mit dem Luxusleben und dass er ein Leben über seine Verhältnisse geführt hat. Ein Phänomen, das einige der größten YouTuber betrifft und mittlerweile ein fester Bestandteil der Szene ist, so wie Sonntag 18 Uhr. ApoRed, der es irgendwie nie richtig zugegeben hat, aber es doch hinreichenden Verdacht gab, dass es eben so ist. KS-Freak, der sein Video mittlerweile dazu gelöscht hat, es aber noch vereinzelt Reaktionen dazu gab. Der Freund von KS-Freak, das ist nicht Freundschaft. Wenn man schon pleite geht, dann zusammen. KuchenTV, der vor etlichen Jahren ebenfalls Steuerschulden hatte. Und die Meinungen fallen dazu immer unterschiedlich aus. Es gibt eine Seite, vermutlich die harte Zuschauerschaft, die sagt, hey, das ist so ehrlich von dir, das ist so nobel, dass du dich da hinsetzt und uns erzählst, dass du Schulden hast. Also man muss dazu sagen, dass die meisten jetzt nicht so agieren wie Tanzverbot und sagen, hey, das ist meine Schuld. Nicht, dass hier jemand anschreibt, ey, du bist schuld. Nein, ich bin schuld. Die sagen dann, wer war das? Wer hat mein ganzes Geld ausgegeben? Ich? Lüge. Auf jeden Fall gibt es die eine Seite, die einem Verständnis gegenüberbringen und dann gibt es die andere Seite, die sagen, hey, null Verständnis dafür, wie man nicht mit seinem Geld umgehen kann. Und warum sich das Mitleid von vielen in Grenzen hält, liegt eben auf der Hand. Es ist eben der Lifestyle von vielen YouTubern beziehungsweise das, was sie öffentlich ausleben. Eine dicke Karre, eine große Wohnung mit Luxusgütern, hier vielleicht noch eine Chanel-Tasche. Es ist eben der verschwenderische Lifestyle, der öffentlich präsentiert wird. Ich habe auf jeden Fall schon viele Millionen ausgegeben, ja. Beim Thema Geld und Influencer sind sowieso super viele gespalten. Der Beruf Influencer ist mit der am wenigsten angesehenste Beruf überhaupt. Deswegen ist es unvermeidlich, wenn sich viele Außenstehende als auch sogar interne Leute die Frage stellen, wie können diese dämlichen YouTuber es nicht hinkriegen, mit ihren Millionen vernünftig umzugehen? Liegt es vielleicht an den komplizierten Steuern? Denn viele von diesen Personen sagen, hey, ich habe eben hohe Steuerschulden, keine Ahnung, wie das passieren konnte. Also gut, die meisten wissen dann im Nachhinein, wie es passieren konnte, aber warum ist das denn überhaupt kompliziert für viele Personen? Einmal im Quartal Steuer vorauszahlen muss, keine Ahnung. Ich bin kein Steuerfachprofi. Deswegen ist es auch wichtig, sich mit seinen Steuern auseinanderzusetzen. Und das klingt jetzt so, als ob es ein Placement ist, ne? Aber auf gar keinen Fall. Kein Finanzguru drin, kein Anyfe drin, gar nichts drin. Leider! Aber egal, machen wir einen kurzen Ausflug. Und zwar gibt es eben verschiedene Steuern, die man als Unternehmer zahlen muss. Man muss hierbei natürlich unterscheiden, welche Art man von Unternehmer ist. Bei YouTubern ist es meistens so, dass man einen Gewerbe
Gewerbe hat, ab einem bestimmten Verdienst musst du ein Gewerbe anmelden. Dann zahlst du eine Einkommensteuer, du zahlst eine Gewerbesteuer und du zahlst eine Umsatzsteuer. Es gibt auch noch weitere Ausgaben, die man machen muss. Beispielsweise muss man sich um seine eigene Krankenversicherung kümmern, man muss sich um seine Rentenversicherung kümmern. Also all die Dinge, die bei Arbeitnehmern von dem Bruttogehalt automatisch abgezogen werden und dann als Nettogehalt auf eurem Konto landet. Oftmals zahlen Selbstständige in bestimmten Abschnitten Vorauszahlungen, sowohl bei der Umsatzsteuer als auch bei der Einkommensteuer, damit am Ende des Jahres nicht ein Batzen Geld auf einen zukommt. Ich weiß, dass in der Schweiz das Ganze ein bisschen anders funktioniert, und zwar, dass dort die Arbeitnehmer ebenfalls selbstständig für ihre Steuern verantwortlich sind und einmal im Jahr Steuern zahlen. In Deutschland kümmert sich aber der Arbeitgeber darum oder eben im selbstständigen Fall du selbst. Am Ende des Jahres wird dann eben eine Bilanz gezogen, deine Einnahmen werden mit deinen Ausgaben verrechnet, also die Dinge, die beispielsweise Selbstständige absetzen, wie eine Kamera, ein Mikro, ein Laptop. Hierbei gibt es bestimmte Richtlinien, die man sich halten muss, etc. etc. Wir sind ja hier kein Steuerkanal, das ist aber so, ja, so ein kleiner Ausschnitt davon, wie es funktioniert. Auch Tanzverbot spricht in seinem Video, dass er eben bestimmte Vorauszahlungen geleistet hat und dachte, dass es ausreicht. Und manchmal kommt eben alles so ein bisschen unglücklich zusammen und man muss Steuern nachzahlen für das Jahr 2022 und man muss gleichzeitig Vorauszahlungen leisten und dann kann es eben einem das Genick brechen. Wenn man aber den Überblick hat, dann hat man die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, hey, das ist alles ein bisschen doof, ich komme mit den Vorauszahlungen nicht hin, ich kann das gerade alles nicht so richtig bewerkstelligen, können wir da nicht vielleicht irgendwas machen? Wenn man sich frühzeitig darum kümmert und mit dem Finanzamt eben nett spricht oder der Steuerberater nett spricht mit dem Finanzamt, ohne viel Wallahi oder ich schwöre auf das, dann besteht meistens die Möglichkeit, dass man das Ganze abstottern kann. Das heißt, habt ihr euch einen Überblick gemacht, seid ihr vielleicht gerade nicht zahlungsfähig, dann habt ihr die Möglichkeit, mit dem Finanzamt zu reden und zu sagen, bitte, bitte, ich schwöre, ich schaffe das. 1, 2, 3 Gewinnspiele, ich bin wieder drin. Ehrlich. Jetzt ist das vor allem bei Unternehmern, bei Selbstständigen so, dass man nicht weiß, wie die nächsten Jahre laufen. Deswegen entsteht auch bei manchen die Situation, dass man über seine Verhältnisse lebt, weil man nicht einschätzen kann, was kommt. So läuft das denn auch eine ganze Zeit über, bis man dann irgendwann mal realisiert, hey, ich bin nicht einer von diesen extrem reichen Leuten, die einfach bis zum Lebensende so weitermachen können. Du kannst nicht einschätzen, ob das für immer anhält. Denn es gibt nun mal bestimmte YouTube-Phänomene, die einigen YouTubern das Genick brechen können und von denen sich nur sehr wenige erholen. Beispielsweise, wenn du deine Zuschauerschaft verarscht. Mein Outing war fake, ah ja. Bin euch etwas schuldig, und zwar dieses Video. Ich muss dieses Video machen. Ich weiß, viele sind verwirrt. Einige werden jetzt sagen, boah, ich hatte recht. Also, ja, keine Ahnung, Digga. Ich bin schwul, Social Media Experiment. Kann man sich halt auch einfach schenken, oder? Wenn du vielleicht einen Skandal hast, wenn du vielleicht eine Krise hast oder du inaktiv bist. All das generiert kein Geld und nur die wenigsten YouTuber können sich davon erholen. Vielleicht versuchen es einige, beispielsweise Miguel Pablo oder so. Der war ja auch mega erfolgreich. Dann hat er irgendwie super viel Geld ausgegeben, hat dann eine Psychose bekommen, hat dann immer wieder versucht zurückzukommen. Und wenn man hier oben ist, dann denken super viele Leute, dass der Hype für immer anhält. Bist du schon mal eingeschlafen? Und dann aufgewacht mit Hype. Aber das ist eben das Gefährliche an YouTube. Es geht so, so, so. Und manchmal geht es auch einfach nur so. Und wenn es dann so abwärts geht, dann kommt man eben super schwer wieder raus. Auch muss man natürlich nachvollziehen können, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man über seine Verhältnisse lebt. Beispielsweise, wie sind denn die Personen aufgewachsen? Jemand, der wenig Geld hat und vielleicht aus einem schwachen sozialen Umfeld kommt und auch nicht gut über Geld aufgeklärt wurde, wie man es anlegt, wird wahrscheinlich auch langfristig nicht gut mit diesem Geld umgehen. Ich kenne jetzt nicht genau den Hintergrund von Tanzverbot, aber aus seinem Video habe ich rausgehört, dass er ja sogar Geld angelegt hat. Nur eben, dass er kein Glück darin hatte und das ganze Geld verloren gegangen ist. Krypto-Coins, wo ich sehr viel Minus gemacht habe. Aktien habe ich auch Minus gemacht. Ich habe wirklich, naja, ist auch egal. Dabei ist es auch so naheliegend. Er hätte ja einfach nur auf ApoRed hören müssen. 1800 Euro Profit. Leute, ihr habt gesehen, wie ich und die ganzen Leute rasiert haben, die erst vor kurzem das gestartet haben. Geht einfach in die Gruppe rein, Freunde. Ein Beispiel für schlechten Umgang mit Geld sind Menschen, die im Lotto gewonnen haben, also unverhofft an das Geld gekommen sind und dadurch über Nacht Millionäre geworden sind, aber mit dem Geld nicht umgehen konnten, weil sie nicht aufgeklärt wurden, weil sie auch noch nie so viel Geld besessen haben und daraufhin pleite geworden sind und wieder in ihrer Ausgangssituation gelandet sind. Mir geht es aber per se nicht um das Phänomen der YouTube-Pleite-Geier, sondern das Schuldenthema allgemein in Deutschland, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe einige Personen in meinem Umfeld, die Schulden haben.
haben, wegen den banalsten Dingen. Und bei den Jugendlichen sieht es nicht anders aus, denn jeder Fünfte ist verschuldet. Die Hintergründe sind dafür unterschiedlich. Viele haben einfach keine Vorstellung davon, wie teuer beispielsweise Unterhalt ist. Sie überschätzen den Wert des Geldes und haben keine Ahnung davon, wie viel eine Wohnung kostet, wie viel ein Auto kostet und finden sich schnell in einer Schuldenfalle wieder. Es gibt auch Suchterkrankungen, wie eben auch die Kaufsucht, die Tanzverbot angesprochen hat. Man hat auch teilweise keine Übersicht über seine Ausgaben, wo man sich denkt, naja, okay, kaufe ich hier eine Sache, hier eine Sache, hier eine Sache und zack, hast du eigentlich mehr Geld ausgegeben, als du wolltest, vor allem vielleicht beim Online-Shopping. Einige von euch werden das wahrscheinlich auch kennen, beispielsweise bei Klarna oder bei PayPal gibt es diese nette Funktion, dass man 30 Tage später zahlen kann. Und vor einiger Zeit gab es den Trend, mit Klarna-Schulden zu flexen, also wer hat die meisten Klarna-Schulden? So hat man dann auf TikTok einen Screenshot von seinen Schulden gepostet und damit sozusagen geflext. Natürlich fragt man sich jetzt als Außenstehender, der keine Schulden hat und nicht in so einer Situation ist, warum können die Leute es nicht lassen, sich Klamotten zu kaufen? Warum bringen sie es so weit, dass sie sich bis in die Tausende verschulden? Ich glaube, es liegt tatsächlich oftmals an Fast Fashion, also eins der Gründe dafür. Und auch viele nicht wissen, wie sie vernünftig mit Geld umgehen sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis in meine 20er hatte ich meine Finanzen nicht wirklich im Griff. Ich habe zwar relativ früh angefangen zu arbeiten und Geld zu verdienen, nämlich mit 14 Jahren, aber gelernt, wie man mit Geld umgeht, habe ich nicht. Und das hat mich auf dem kurzen oder langen Weg in die Privatinsolvenz geführt. Es schießen teilweise so viele neue Marken aus dem Boden, die alle irgendwie dasselbe verkaufen, nur mit einem anderen Muster und die dir dann irgendwie Rabatte hinterherwerfen und denkst dir so, oh ja, das ist süß und guck mal bei diesem Haul, oh Mensch, das ist aber niedlich. Und viele Personen legen einfach nicht mehr so viel Wert auf Qualität, sondern auf Quantität. Mit Qualität meine ich jetzt nicht irgendwie ein Louis Vuitton T-Shirt oder Balenciaga. Ich meine, Balenciaga ist ein super Beispiel dafür, dass Leute bereitwillig super viel Geld ausgeben für kaputte Sachen. Was ist mit euch? Aber die meisten achten mittlerweile mehr auf Quantität. So kaufen sich viele für 100 Euro nicht zwei Oberteile, sondern teilweise 20, weil diese für 5 Euro verscherbelt werden. Klar halten diese vielleicht nicht so lange, aber ich habe dafür super viele verschiedene Style-Möglichkeiten. Und das geht dann Woche für Woche, Monat für Monat und das Ganze wird zu einem Teufelskreis. Und auf TikTok und Co. findet man auch super viele Reviews zu Klamotten und wenn man dann auch noch einen Rabattcode dazu findet, denkt man sich, naja gut, kaufe ich mir doch mal was. Und mittlerweile zieht TikTok auch nach, denn ich habe von mehreren Unternehmen gelesen, die auf TikTok Livestreams machen und da parallel Bestellungen eintrudeln, die dann live abgewickelt werden. Und so spornt das die Leute auch mehr dazu an, etwas zu kaufen. Klar ist das rentabel für die Unternehmen, aber das Ganze muss man auch kritischer beobachten, denn mittlerweile wird man von allen Seiten zugeballert mit irgendwelchen neuen Sachen, die man ja unbedingt braucht. Das Ganze endet nicht bei Klamotten, sondern erstreckt sich auch auf die teure Wohnung, das Auto oder Kreditkartenschulden, bis man den Überblick verliert und nicht mehr weiter weiß. Als jemand, der selber Schulden hatte, erzähle ich euch jetzt mal, was das für euch bedeuten kann, denn ich denke, das wird sehr oft unterschätzt. Ich habe mich verschuldet und musste eine Privatinsolvenz anmelden. So, jetzt stellt sich aber mir die Frage, wenn es doch so viele Leute gibt in Deutschland, die verschuldet sind und die das nachvollziehen können, warum ist denn das Verständnis gegenüber YouTubern so gering? Auch dazu habe ich natürlich eine Antwort, weil ihr nichts Gönner seid. Ohne viel Wallahi. Nein, alles gut. Aber wenn ich jetzt irgendwann pleite bin, dann schreibt ihr schon drunter, wir glauben an dich, Sascha, oder? Oder? Das Problem bei vielen YouTubern ist nicht bei allen, ne? Es ist nicht bei allen so. Und es gibt auch YouTuber, denen man es gönnt, sage ich mal, die einfach ein so extravagantes Leben leben und mit Dingen prahlen, die sich kein Normalverdiener in der Welt leisten kann. Was verdienst du denn im Monat? 1500 Euro? Die pissig! Und da kommt ja dazu, dass eben der Beruf Influencer sowieso nicht angesehen wird. Und auch wenn es nicht alle sind, gibt es doch viele YouTuber, die eben ein gewisses Leben vorleben. Beispielsweise diese teure Einrichtung und hey, guck mal, was ich zum Geburtstag bekommen habe. So viel Luxus, yeah! Wenn diese Leute pleite gehen, dann hat man eben kein Verständnis dafür, weil man sich denkt, du hast so viel Geld gezeigt, du hast ja den ganzen Luxusgütern gezeigt. Warum soll man dann Mitleid haben mit einer Person, die alles hatte? Und die Sache ist, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, in einer besseren Ausgangslage sind. Zwar gibt es eben viele, die sich nicht davon erholen, aber sie haben andere Möglichkeiten, um Geld einzuspielen. Beispielsweise KS-Freak. Bist du schon mal eingeschlafen und dann aufgewacht mit Hype? Der in mehrere Trash-TV-Formate gegangen ist. Ich will es natürlich nicht unterstellen, dass es ihm nur ums Geld ging. Vielleicht ging es ihm auch um die Präsenz und so. Aber auch beim Dschungelcamp unterstellt man eben vielen Leuten,
wollten, hey, die sind da jetzt nur, weil die Geld brauchen. Oder ihr macht es wie ApoRed, der nie zugegeben hat, dass er pleite ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber er hat dann mit einer anderen Person seiner Zuschauerschaft Krypto-Tipps vermittelt und hat wahrscheinlich dafür eine Gegenleistung bekommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, bei diesen Personen im öffentlichen Leben auf die Beine zu kommen, ist wesentlich höher als bei Menschen, die eben normal verdienen, die nicht prominent sind, die nicht im Fernsehen zu finden sind. Und all diese Punkte, also dass man ein extravagantes Leben führt und das nach außen auslebt, dann die wenig angesehene Akzeptanz von Influencern in der Berufswelt und bei der Menschheit und dass man eine bessere Ausgangslage hat, wieder auf die Beine zu kommen, all das führt eben dazu, dass Außenstehende wenig Mitleid haben mit Personen des öffentlichen Lebens, mit YouTubern, mit Influencern. Aber ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich glaube, dass es den Leuten, die das veröffentlichen, nicht darum geht zu sagen, ich möchte Mitleid, bitte sag mir, dass ich es wieder schaffe. Ich glaube, dass es auch gut ist, dass man sowas öffentlich erzählt, weil das mehr Realität schafft. Jetzt, wo ich kein Geld mehr habe, jetzt realisiere ich, jetzt ist mir das wieder peinlich. Jetzt besinne ich mich wieder auf meine alten Gedanken und denke mir so, was ist das? Denn was man einfach oft sieht, sind gut verdienende YouTuber, die ihr Leben ausleben. Aber die wenigsten, ob YouTuber oder auch Nicht-YouTuber, sprechen gern über Schulden, sprechen gern darüber, was sie angestellt haben und sprechen gern über ihre eigenen Fehler. Deswegen finde ich das persönlich gut, dass man sowas öffentlich erzählt, auch wenn man sich einiges anhören muss. Aber wenn man öffentlich dazu stehen kann, dass es die eigene Schuld war und man es hätte besser machen müssen, dann finde ich es persönlich ein gutes Ding und vor allem ein Warnschuss für alle anderen. Diese Art von Videos spiegeln nicht nur YouTuber wider, sondern eben viele in der Gesellschaft. Bei ihm ist es jetzt nicht gescheitert an den Steuerschulden, sondern an dem Konsum und an dem Leben, was er über seine Verhältnisse geführt hat. Und ich glaube, dass sich einige da wiederfinden. Denn ja, es ist cool, ein schönes Auto zu fahren, in einer schönen Wohnung zu leben. Es ist cool, schöne Klamotten zu tragen. Aber man muss auch wissen, wann der Punkt erreicht ist und wo man sich das Ganze nicht mehr leisten kann. Und ich glaube schon, dass das Problem von vielen ist, dass sie nicht gelernt haben, vernünftig mit Geld umzugehen. Und egal, ob man dann viel oder wenig Geld hat, man immer in derselben Ausgangssituation landet. Die Sache ist nur, was man daraus macht. Was macht ihr? Was machen die YouTuber? Reflektieren die sich? Sagen die, ja, es ist meine Schuld? Oder sagen die, wer war das? Entweder man lernt raus oder man gibt seinen Zuschauern einfach Krypto-Tipps. Aber was ist eure Meinung dazu? Habt ihr eure Klarna-Schulden gecheckt? Wenn nicht, dann macht es sofort, direkt nachdem ihr mir einen Daumen nach oben gegeben habt und ein Abo dagelassen habt. Auch meine Mitarbeiter und ich müssen von irgendwas leben. Mua!